Hi, schön, dass ihr einschaltet, endlich zu einer weiteren Folge Gimme 5. Und in der heutigen Ausgabe soll es um die 5 liebsten Lippenprodukte des Sommers gehen. Und natürlich seid ihr auch wieder eingeladen, mitzumachen in den Kommentaren und sehr gerne auf Instagram will ich Bilder sehen. Taggt sie dann bitte mit Gimme 5 Mania, damit ich sie auch wirklich entdecke. Und jetzt zeige ich euch meine Gimme 5 Summer Lips. In dieser Reihe darf eines nicht fehlen, mein absolutes Lieblingsprodukt mit großem, großem Abstand, wird ständig getragen, nicht nur jetzt im Sommer, ich trage es glaube ich seit, ja, ich glaube Herbst oder Winter 2012 durchgehend ständig. Auf Blogger-Events sieht man mich glaube ich fast immer nur damit. Es ist das Revlon Just Kitten Kissable Balm Stain in der Farbe Smitten 030. Ich glaube, die Kamera fängt es jetzt noch nicht ganz so ein, wie es ist. Es ist noch ein bisschen dunkler, so in Reality. Aber es ist eine perfekte Farbe. Ich finde, sie steht mir gut. Es hält gut. Ich mag das Gefühl. Es ist halt eher so ein bisschen fester. Dadurch gibt es nicht so eine dicke, cremige Schicht. Aber es ist trotzdem angenehm. Es hält super. Also es färbt ein bisschen ab, sodass, wenn die Masse abgetragen ist, die Lippen immer noch so ein bisschen Farbe haben. Auch wenn halt eher so am Rand als so hier, ne? Aber es ist mein absoluter Liebling. Ich habe andere Kissable Stain Farben auch da, aber die konnten mich alle bisher, also ich finde sie okay, ich trage sie mal ab und zu, aber ich finde sie sehr durchschnittlich. Da ist Smitten wirklich mit großem Abstand so viel besser. Ein Schmuckstück, ein Schmuckstück. So, auf meinen Lippen Isadora Multivitamin Gloss 01 in Almond. Es ist so ein Beige-Ton mit leichtem Rosé-Einschlag und feinsten silbernen Partikeln, die aber nun wirklich überhaupt nicht auffallen und auch nicht spürbar sind. Die lockern halt das Ganze nochmal auf. Er ist nicht deckend, aber schon gibt durchaus so diesen milchigen Schleier. Und mir gefällt zum einen eben dieser, also dass es eben so ein bisschen meine eigene Lippenfarbe zurücknimmt, dennoch durchscheinen lässt, was glaube ich so das Schmeicheln so ein bisschen pusht. Und eben, dass diese Farbe einfach wirklich absolutes Optimum für mein Empfinden ist. Also es ist weder zu peachig, noch zu rosa, noch zu beige. Also weder Leiche, noch geschwollen, noch irgendwas. Also ich habe mich total in die Farbe verliebt, aber ich mag das Gloss an sich auch gerne. Kann es aber nur jedem empfehlen, die es zu schätzen wissen, wenn ein Gloss klebt. Ich meine, ich mag es nicht, dass ein Gloss klebt, aber das bringt immer die Eigenschaft mit sich, dass es dann sehr gut hält und man schleckt es nicht von den Lippen, sondern es ist eben so eine ein bisschen so eine Long-Lasting-Variante und man hat eben immer diese Geschmeidigkeit auf den Lippen. Ich muss gestehen, ich bin da zwar mittlerweile so ein bisschen weg von Lipglossen allgemein, aber das ist tatsächlich eins, was im Moment so wirklich so mein Smoky-Eyes-Kumpel ist. Also wenn ich meine Augen dunkler schminke und die Lippen, ne, so ein bisschen zurückhaben möchte, mag ich nicht mehr MAC Underage, weil der mir schon zu Leiche war, sondern es ist im Moment meine Nummer 1 und war schon auch mal auf einem Favoritenpost. Die Astor Soft Sensation Lip Color Butter, ein ultra langer Name, in der Nuance Maggi Magenta. Ich weiß, es heißt Magic Magenta, aber ich bin mir ganz sicher, das C ist zu viel, denn das ist absolut meine Farbe. Dieses saftige Pink, stark deckend und trotzdem glossy, super angenehm. Also ich meine, die Soft Butters sind bestimmt bei jedem von euch mittlerweile als Empfehlung angekommen. Und ich mag sie auch total gern als Rundumpaket. Klar, die Kritik bleibt, ne, es verschmiert auch mal, ne, also es lutscht sich so ein bisschen ab. Die Haltbarkeit ist so lala. Aber gerade Magic Magenta staint auch ein klein wenig, sodass die Lippen noch immer noch so ein bisschen saftig bleiben, auch wenn der Lippenstift an sich schon weg ist. Aber ich liebe ihn einfach, man kann auch kaum noch was lesen. Er hat mich wirklich super durch den Sommer begleitet und das ist so von den ganzen Astor Butters auch definitiv mein Favorit. Auf meinen Lippen der P2 Couture Lip Polish and Stain in der Nuance 05 Ultimate Shooting. Wenn ich mich nicht irre, ist das die Farbe, die ausgelistet wurde. Horror, also lauft hin, wenn es sie noch gibt, bunkert sie. Sie dürfte ja auch reduziert sein. Wenn ich mich hoffe, ich irre mich, dann ist ja auch alles gut. Aber es ist wirklich die schönste Nuance, finde ich, von denen, die angeboten sind, weil die anderen bis auf das Rot halt alle so ein bisschen mächtig sind. Aber ist der so Hammer. Ich habe den so oft benutzt. Es ist eben so eine ganz besondere Textur, auf die ich noch in einem separaten Video eingehen möchte. Ich hätte gern eine Lobeshymne an ihn gesungen, aber wenn es den dann auf Dauer nicht mehr gibt, dann wäre es echt schade, aber es soll ja auch eine neue Nuance kommen. Hoffen wir, dass sie kräftig ist. Aber das war auf jeden Fall, ich glaube sogar fast das meistbenutzte Produkt. Einfach weil es so absolut umgänglich ist. Es hält halt für ein Lipgloss gut und es ist so total geschmeidig. Also ich mag die Dinger total gerne.
Das fünfte Produkt, ja, das habe ich jetzt nur reingenommen, weil ich ein fünftes nehmen musste. Denn bei vier ist tatsächlich Stopp bei mir. Auf den Lippen seht ihr gerade das limitierte Essence Hugs and Kisses Lip Tint in der Farbe Sugar Baby Love. So ein bisschen wie Posy Tint von Benefit. Und ja, ich finde den Effekt eigentlich ganz schön. Es könnte aber für meinen Geschmack ein bisschen mehr Neon sein, ein bisschen intensiver. Es verleiht der Lippe einfach so einen Hauch von Pink. Nicht so einen Pink wie hier, sondern wirklich, ihr seht es ja, so ganz natürlich. Das Schöne ist, dass es dadurch, dass es Tint ist und keine Creme, die abdeckt, wirkt das Ganze so locker leicht. Also so als seien meine Lippen so. Das Finish ist auch eher so satiniert, also schon durchaus so wie natürliche Lippenreflexe. Darum finde ich das ganz angenehm. Es hält dann ja auch noch ein Weilchen. Ich würde es vermutlich nicht noch einmal kaufen, mit dem Gewissen, das ich habe, aber ich hoffe, dass Essence das Ganze noch ein klein wenig verbessern wird und dann hoffen wir, dass es bei der nächsten Sortimentsumstellung eine verbesserte Version davon gibt, die dann hoffentlich dann so aussieht. Ja, und das waren meine 5 bzw. 3 plus 2. 3 davon absolute Favorites, die werden es auch sicherlich noch auch lange machen. Und die beiden anderen, ja, okay, sind in Ordnung. Und ich hoffe, dass sich das bei mir im Herbst doch ein bisschen deutlicher herauskristallisieren wird. So könnt ihr definitiv erahnen, dass 2 Lippenproduktvideos in der Arbeit sind. Abonniert am besten den Kanal, um es nicht zu verpassen, insofern euch das interessiert. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, sonntags und donnerstags auf meinem Kanal. Und unter dem Video verlinke ich euch natürlich unsere Rubrik vom Blog, wo ihr dann all die bisher angesammelten Gimme Fives finden könnt. Also vielen Dank fürs Zuschauen, ich freue mich auf eure 5. Macht's gut!